geht ab und herzlich willkommen zu dem neuen Video und endlich geht es mal wieder um den Fahrradwohnwagen. Also lasst ein Like da, lasst ein Abo da, ganz wichtig, und schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Das ist keine Produktplatzierung, es ist keine Werbung in dem Sinne, also Werbung schon, aber ich habe es halt selber bezahlt. Die gesamte Anlage für den Fahrradwohnwagen ist nun da. Links findet ihr natürlich zu jedem Zeug unten in der Videobeschreibung. Und das ist jetzt im Prinzip die komplette Anlage, die elektrische Anlage, die jetzt hier reinkommt. Was noch fehlt, ist aber da, ist der Landstromanschluss. Genau, hier haben wir den Victron Smart Solar Charger, 150 Volt und maximal 35 Ampere Ladestrom. Hier haben wir den handelsüblichen Wechselrichter, Sinuswechselrichter, ganz wichtig. 1000 Watt braucht kein Mensch, um Gottes Willen. Aber ich will auch zwei Fahrradakkus, weil ich habe ja das Vado. Es ist ein originales Pedelec, das heißt, der Akku kann man rausnehmen, ist aber kein umgebautes mit Bafang oder irgend so ein Gedöns. Also von daher will ich zwei Akkus laden können. Das geht leider Gottes nur über einen Spannungswandler. Und ja, hier haben wir die 80 Amperestunden LiFePO P4 Batterie. Die kommt rein, wiegt ca. 10 Kilo. Es wird schwer. Fakt ist eins, der Fahrradwohnwagen wird auf jeden Fall richtig schwer werden. Also 60 Kilo komme ich definitiv nicht hin, weiß ich jetzt schon. Es wird etwas schwerer werden, leider Gottes. Mit der LiFePO P4 Batterie kriege ich es hin, zwei Fahrradakkus einmal zu laden. Ein Fahrradakku hat 508 Wattstunden. Diese Batterie hat 1050 Wattstunden. Ja, 1050 Wattstunden hat die. Und hier haben wir das Ladegerät dann quasi für den Landstrom. Das ist der Blue Smart Charger von Victron. Also ihr merkt schon, ich bin sehr Victron-lastig, muss ich sagen. Ich finde das Victron-System sehr geil, ne? Hat einfach damit was zu tun, man hat eine anständige App, man kann es wirklich geil auslesen, man kann es wirklich vernünftig auslesen, und dementsprechend möchte ich definitiv Victron haben. Ich hätte da auch China-Kracher verbauen können, aber ich habe da keine Lust drauf. Wie gesagt, das Ding ist dann für den Landstrom, ist eine quasi super Sache. Ne? Und ihr seht hier vorne noch die Solarmodule, 4 Stück an der Zahl, 50 WP, das heißt im Optimalfall 50 Watt pro Modul, werden sie nie erreichen. Das sind Laborwerte quasi, und dementsprechend werden die das höchstwahrscheinlich nicht erreichen. WP-mäßig stehen hier 200 Watt, das sind 4 Module. Es war höllisch schwer da anzukommen, muss ich sagen. Ihr seht die Firma wahrscheinlich, von der es kommt. Bitte, also ganz ehrlich, ihr könnt da bestellen, Gottes Willen, es ist vernünftiges Produkt. Keine Frage, aber die Lieferzeit ist utopisch hoch. Also ich werde jetzt nicht sagen, von welcher Firma ich den ganzen Spaß hier habe. Wie gesagt, das war ein Sponsoring. Die Batterie, dafür habe ich nichts bezahlt. Den Rest habe ich bezahlt komplett mit Solarmodulen und auch für den Landstromanschluss. Landstromanschluss technisch werde ich nichts eigenes bauen, weil das sind 220 Volt, 16 Ampere maximal. Und aufgrund dessen werde ich da auf eine Fertiglösung aus dem Camperbereich mich beziehen. Das ist nicht schwer, um Gottes Willen. Das wiegt mit am wenigsten. Aber man hat vorkonfektioniertes Kabel, man hat eine Garantie, man hat eine CE-Geschichte. Also das Ding ist zugelassen und da kann im Grunde nichts passieren. Ich habe da keinen Bock, extra Kabel zu ziehen und eine extra, diese großen blauen Dosen, habe ich überhaupt gar kein Interesse dran. Da kommt was Vernünftiges ran, was Smartes kommt daran. Und ja, es liegt schon da in der Ecke in den Wundern, deswegen gucke ich da ständig hin. Werde ich euch auf jeden Fall während des Baus nochmal zeigen. Für mich ist das jetzt nicht so relevant, aber ich wollte es halt nur mal erwähnen. Es gibt vorkonfektioniertes Kabel, was zugelassen ist, ist aber halt dann auch für den Camperbereich. Was die Anlage nun im Endeffekt komplett bringt, werden wir sehen, weil da kommt auf jeden Fall nochmal ein Testvideo, bevor das komplett alles eingebaut wird in den Fahrradwohnwagen, kommt definitiv nochmal ein Testaufbau mit den gesamten Gedöns. Außer den Landstromanschluss, den habe ich schon ausgiebig getestet. Das Ding ist Wahnsinn. Das Teil schafft es innerhalb von 3 Stunden, die Batterie von 0 auf 100% hochzuladen. Macht man nicht, meistens so 20% und dann bis maximal 80%, damit die Batterie einfach die Zyklen schafft und keinen Schaden davon nimmt. Aber das ist eine LiFePO 4, also im Grunde kann man die komplett nullen und wieder komplett 100% aufladen. Kann man definitiv machen. Ob das jetzt der Batterie schadet, werden wir sehen. Ich werde es definitiv so machen, weil ich möchte die komplette Kapazität davon nehmen. Dafür habe ich eine LiFePO 4 Batterie geholt und dafür ist die da. Sonst hätte ich mir eine Bleigel oder irgend so einen anderen Scheiß da einbauen können. Habe ich überhaupt gar kein Interesse dran. Wie gesagt, das Ding ist meine Fahrrad-Lebensversicherung oder E-Bike, beziehungsweise Pedelec. Ist ja kein E-Bike, ist ein Pedelec-Lebensversicherung, dass ich immer volle Akkus habe.
Also werde ich das Ding nutzen. Und ich habe da schon ein anderes Ladegerät, so ein China-Kracher, probiert gehabt. Aber das Ding hat mit 10 Ampere geladen und das hat 6, 7 Stunden gedauert ungefähr. Wenn es sogar, nee, 10 Stunden. 10 Stunden hat es gedauert. Und deswegen habe ich mir den Victron nochmal geholt, den Smart Charger. Das Ding drückt mit 30 Ampere die Batterie innerhalb von 3 Stunden mit Balancieren. Komplett mit allem drum und dran. 3 Stunden ist das Ding voll. Man hat ein cooles Interface. Man kann genau sehen, okay, was für ein Ladezyklus hat die Batterie weg, etc. bp. Die gesamten Geräte werde ich euch nochmal in einem gesonderten Video vorstellen. Das ist einfach mal, dass ihr die gesamte Anlage schon mal vorab seht. Bevor sie eingebaut wird, es fehlen jetzt noch ein paar Kabel. 10 Quadrat Kabel fehlt noch. Das dicke Kabel für den Spannungswandler ist da. Ja, hier kommen noch Klemmen dran. Macht euch da keine Gedanken. Ich mache es vernünftig, um Gottes Willen. Und ich will auch nochmal den Solarcharger, also den Solarregler, auf jeden Fall nochmal testen. Bevor ich alles einbaue, die Module müssen auch noch getestet werden. Aufgrund dessen kommt da nochmal ein Testvideo. Ich denke mal nächsten Samstag. Ja, diesmal fix mit Termin. Nächsten Samstag kommt dann das Testvideo zu der Solaranlage und den gesamten Aufbau. Da werde ich auch nochmal die Akkus ein bisschen leerer fahren. Ich habe zwei Akkus für das Vado. Dementsprechend habe ich dann hoffentlich auch eine angenehme Reichweite. Wir werden das alles sehen, werden wir testen. Fahrradwohnwagen ist definitiv nicht abgeschrieben. Der Rest ist auch komplett da. Die Doppelstegplatten sind da. Das Aluminium ist da. Der Aufbau ist im Prinzip komplett da. Und was fehlt noch? Ach, die Weber-Anhängerkupplung fehlt noch. Und ich bin noch am Überlegen, ob ich da wirklich eine Auflaufbremse verbaue oder das Bremssystem, das bestehende Bremssystem am Fahrrad zu erweitern, dass ich mit der Hinterradbremse auch den Wohnwagen quasi on the fly bremsen kann, aktiv, ohne irgendwas. Weil diese wackelige Geschichte mit der Auflaufbremse ist geil, keine Frage. Aber es ist eine Fehlerquelle, hat sich bewiesen bei einigen. Es ist eine Fehlerquelle, es ist gebrochen. Bei einigen sieht man auch in einigen Videos, beziehungsweise war Haarrisse drin und ich habe da eigentlich gar keine Lust drauf. Also ich möchte da eigentlich wirklich von der Hauptbremsleitung am Fahrrad weggehen mit einem T-Stück, dahinter an den Fahrradwohnwagen dann eine Kupplung einbauen, eine Quick-Release-Kupplung, die gibt's ohne Entlüften. Also man macht es auseinander, stellt den Wohnwagen ab, den Fahrradwohnwagen, und wenn man wieder fahren will, geht man hin, kuppelt man an, steckt die Bremsleitung zusammen. Man muss nicht entlüften. Das wäre geil, muss ich auch nochmal mit meinem Fahrradladen des Vertrauens absprechen, ob das überhaupt möglich ist. Link findet ihr natürlich in der Videobeschreibung von den Fahrradladen, das Hitbikes, kleine Werbung. Super Jungs, sind momentan im Urlaub, also nicht wundern. Ja, in dem Sinne, haut das rein, macht das gut, bis zum nächsten Video. On a new adventure.